Nano, Nano. Nano, Nano. Eine kleine Ecke anleuchten, die uns allen natürlich sehr gut gefällt, nämlich die Hörspiele an sich und welche Stimmung man hat und welches Hörspiel man darauf dann hören möchte. Wenn es einem nicht gut geht mit Schmerzen, hat man natürlich erstmal keine gute Stimmung, das ist klar. Aber ich meine natürlich jetzt, welche Stimmung man auf das Hörspiel hat, eher was Reißerisches. Was Gemütliches, was Träumerisches, da gibt es ja, oder was Abenteuerliches. Diese Stimmung meinte ich, die man sich zu Gemüte führen möchte. Das ist für mich auch immer ganz wichtig. Und es ist ja auch so, dass man seine Lieblingshörspiele immer wieder hört. Natürlich auch, wenn man krank ist. Man verbindet ja mit gewissen Hörspielen auch Sachen aus der Vergangenheit. Ich habe, wenn ich mal kurz von mir erzählen kann, ich habe Hörspiele, wie zum Beispiel die Fünf Freunde, die habe ich ganz oft in den Ferien gehört, im Freibad zum Beispiel. Das verbinde ich mit Ferien und Freibad und Wasser. Dann gibt es John Sinclair. Die verbinde ich, wie ich etwas älter war, hatten wir bei uns zu Hause ein Matratzenlager aufgebaut, drei, vier Matratzen nebeneinander, Kassette rausgeholt. John Sinclair Abende gemacht, 3, 4, 5 John Sinclair hintereinander gehört. Meine Mutter hat uns noch mit Essen und Trinken bedient, die war sehr tolerant. Wir hatten die ganze Bude voll mit 5, 6, 7 Jungs und Mädels, mit meinem Bruder und mir, und haben uns dann John Sinclair Abende gegönnt. Ja, wenn ich John Sinclair höre, verbinde ich das natürlich mit solchen Sachen. Ihr habt ja ganz sicher auch Hörspiele aus der Kindheit oder generell Hörspiele, wo er mit irgendwas verbindet, irgendeine Begebenheit oder irgendwelche Gerüche vielleicht. Oder wie ich eben so gern sage, oder das ganze Gesamtpaket, was damals so war. Ich habe hier als Beispiel, was ich zum Beispiel unwahrscheinlich gerne höre, generell gerne höre, aber auch besonders, wenn ich krank bin, das sind erstmal hier die Europa-Klassiker, ne, wie Nessie, Dracula, Dracula und Frankenstein und das Gespenst vom Schlosshotel habe ich jetzt gerade nicht hier rausgelegt. Die Sachen, das sind so tolle Klassiker, die kann ich immer hören und die höre ich unwahrscheinlich gerne, auch wenn ich hier liege mit Schmerzen. Dann habe ich noch ein ganz besonderes Hörspiel, was mich an die Kindheit erinnert. Das ist diese Version von der geheimnisvollen Insel. Diese Version erinnert mich an meine Kindheit, an gemütliche Abende mit der Familie. Ja, einfach ein schönes, muckeliges Gefühl, würde da Ditsche jetzt sagen. Ja, ein Wohlfühlgefühl eben. Ich glaube, der Marc hat ja auch seine bestimmten Gefühle und Gedanken und Gerüche im Kopf, wenn er dieses Hörspiel hat. Er hat ja dasselbe Hörspiel auch als sehr großen Favorit zu Hause und verbindet das, glaube ich, mit seiner Oma oder irgendwas in dieser Richtung, meine ich mal, gehört zu haben.
Wie ist es denn bei euch? Habt ihr Lieblingshörspiele aus der Kindheit oder aus der Jugendzeit? Was verbindet ihr damit? Oder habt ihr überhaupt keine Sachen, an die ihr euch irgendwie positiv mit einem Hörspiel verbindet? Es gibt ja vielleicht auch Hörspiele, wo ihr sagt, oh, da ist mir den Tag das und das passiert oder so, da habe ich mir den Fuß gebrochen oder so. Schreibt doch mal, habt ihr Hörspiele? Welches Hörspiel und was verbindet ihr damit? Hier sind zum Beispiel noch, ja, Hanni und Nanni hatte ich als Junge auch gehört. Und diese beiden sind meine Lieblingshörspiele aus der ganzen Reihe, weil es eben beides mit Gespenstern und Geistern zu tun hat. Ich liebe sie einfach. Diese sogar noch ein ganz kleines bisschen mehr als diese. Hanni und Nanni suchen Gespenster und das Geisterschloss. Tolle, tolle, tolle Hörspiele. Stellvertretend habe ich, weil da gibt es natürlich von den ersten Ausgaben viele gute, habe ich drei Fragezeichen und TKKG mal rausgeholt. Das Bergmonster ist zum Beispiel eine Lieblingsfolge von mir, stellvertretend. Da gibt es mehrere Lieblingsfolgen. In den ersten 40 eigentlich fast alle. TKKG habe ich mal Hexenjagd in der Lerchenbach rausgeholt, was auch eine tolle Folge ist, stellvertretend. Ich hätte jetzt noch die ganze Handvoll hier haben können. Das brauchen wir nicht. Ihr wisst, was ich meine. Die verbinde ich natürlich auch mit meiner Kindheit. Drei Fragezeichen kam 1979 raus. Und wenn ich dann Schmerzen habe und mir eine alte TKKG oder drei Fragezeichen drauf mache und die höre, ja, ich verbinde das eben mit schönen Zeiten. Als Kinder waren wir natürlich unbefangener, obwohl es damals ja genauso hoch herging mit Kalten Krieg und allem drum und dran wie jetzt. Aber man hat es eben nicht mitgekriegt und man verbindet eben auch ganz andere Sachen. Und das ist auch gut so. Ja, und da blubber ich mich so rein und so weg. Und ja, da sind die Schmerzen weniger. Weniger. Es kommt ja auch viel auf den Kopf an. John Sinclair-Abende hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Das ist jetzt das Beispiel von John Sinclair. Der Fehler, die Reihe. Das ist ein Dreiteiler, der mir so ein bisschen raussticht. Unter anderem raussticht, muss ich dazu sagen. Es gibt natürlich noch andere gute Folgen. Ja, das Gemüt, die Gefühle, die ganzen Sachen, was damit zu tun hat, spielt eben eine Rolle. Und von euch würde ich, wie gesagt, auch gerne mal wissen, was verbindet ihr mit Hörspielen, welche Gefühle? Welche positiven Gefühle in erster Linie? Und was ich eben auch gerne wissen möchte, hilft es euch, Schmerzen oder Unwohlsein damit auch zu bekämpfen, so wie ich es, ja, wie ich es oft mache. Es ist einfach ein schönes Hobby für mich. Ich beame mich ab mit meinen ganzen Kassetten und mache mir schöne Gedanken. Und mich würde es freuen, von euch kleine Geschichten zu hören, wie es euch geht, wenn ihr Schmerzen habt und ob ihr die dann ja, bekämpfen könnt, in Anführungszeichen mit Hörspielen. Ja, das war's. Zwischen Schmerzen und dieser ganzen Glückseligkeit. Gute Gesundheit und alles Liebe. Es kann nur besser werden. Lasst es euch was gut gehen. Zu sagen Tschüss. Hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dank für die Zeit, die ihr uns geliehen habt. Und für die schönen Worte, die ihr aufgeschrieben habt. Und danke, dass ihr überhaupt zu uns gekommen seid. Es läuft so viel anderes zur gleichen Zeit. Hört mal zu, Freunde, liebe Freunde von Hör mal zu. Was ich euch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.